20 hören Spaß. So viel mehr Lautstärke, so viel mehr Bass, so viel mehr Klarheit in den Höhen. Ihr kennt bestimmt schon unsere Boxmoor Soundanlagen Videos, wo wir eben komplett Konzepte für euch zur Verfügung stellen, um den Sound im BMW zu verbessern. Wir haben hier den 3er BMW G21 stehen, der natürlich auch stellvertretend für den G20 ist als Limousine oder auch für viele andere BMWs, wo diese Soundanlagen installiert werden können. Wir bauen jetzt einen neuen Mega-Verstärker, dazu natürlich noch Frontlautsprecher, zwei geile Subwoofer und das Heftigste sind natürlich auch noch die Soundfiles, die wir euch für BMW-Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Es ist alles bereits fix und fertig integriert in den Komplettsets mit Werkzeug, mit allem, was ihr braucht, samt dieser Videoanleitung. Viel Spaß damit! Es geht ja darum, wenn du dich ärgerst, dass du eine Soundanlage von BMW drin hast, die Standard oder die Hi-Fi, die sind irgendwie okay. Aber wenn du mehr Sound möchtest und sagst dir, Mensch, jetzt einfach mehr Bass, dann wäre ich vielleicht schon zufrieden. Oder einfach mehr Hochtonbereich und einfach mehr Spaß beim Aufdrehen von der Musik, dann haben wir jetzt genau die Lösung für dich. Alle Sachen, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, werden wir heute in diesem Video in diesem BMW einbauen. Und da handelt es sich um eine 7-Kanal-Endstufe, die wir ergänzen. Wir haben ein neues Front-Lautsprechersystem, Hochtöner und Mitteltöner. Wir tauschen beide Underseat-Woofer unter den Sitzen aus und machen auch die Hecklautsprecher neu. Aber es gibt bei BMW einige Sachen, die wir vorher klären müssen, damit ihr genau wisst, was ihr überhaupt für ein System konkret braucht. Und das müssen wir jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Unser Fahrzeug ist mit einem RAM Soundsystem ausgestattet. Das heißt Received Audio Module. Das heißt, wir haben einen Verstärker im Auto drin für das Soundsystem, wo aber alle anderen Sachen auch mitmacht. Das heißt, da ist der Empfänger von UKW und DAB drin, da ist eine Navi mit drin. Alles, was eben vorne am Bildschirm stattfindet, wird eigentlich hinten im Kofferraum in diesem Modul, das nennt sich RAM-Modul, verarbeitet. Und nur für diese Fahrzeuge haben wir jetzt diese RAM-Variante auch hier zusammengestellt. Und ihr braucht also jetzt ein Auto, das auch ein RAM-Modul integriert hat. Jetzt fragt ihr euch natürlich, woher weiß ich, ob mein Fahrzeug mit RAM ausgestattet ist oder ob das ein herkömmliches Soundmodul ist, also quasi ein herkömmliches Autoradio an meinem Display hinten dran, die Elektronik dran ist oder nicht. Und dazu gehen wir jetzt mal ganz kurz ins Auto. In der Seitenverkleidung kann man hier die Klappe abmachen und hier kommt ein Verstärkermodul raus und wird sichtbar. Und jetzt kann man relativ leicht erkennen, woran das es ein RAM-Modul ist, weil es steuert ja alles. Es hat auch die Radioeinheit, also hat es auch Antennenanschlüsse. Und zwar sieht man die hier sehr genau. Das sind diese ganzen FAKRA-Anschlüsse. Das sind Antennenkabel. Und die, wenn dran sind an unserem Verstärkermodul, dann haben wir ein RAM-Modul drin. Und es trifft genau diese Variante zu, die wir heute einbauen. Dann erzähle ich euch jetzt mal, warum wir das so einbauen und warum es das Set so gibt, wie es eben gibt. Dieser Verstärker kann nicht mehr ausgebaut werden und ausgetauscht werden in einen neuen Verstärker, weil wenn wir den rausmachen würden, dann hätten wir gar keinen Empfangsteil mehr. Dann geht vorne am Display gar nichts mehr, weil ja das eigentliche Autoradio auch fehlt. Also müssen wir uns parallel drauf docken. Wir nehmen also praktisch alle Lautsprecherausgänge, die hier rauskommen und fahren die mit unserem speziell vorgefertigten Kabelkit in unsere neue Endstufe rein, bereiten das Signal richtig auf, geben richtig Leistung drauf und fahren mit dem gleichen Kabelkit wieder auf den Originalstrang. Das heißt, wir haben hier einen Plug-and-Play-Kabelkit. Ihr braucht nichts schneiden. Die Installation ist wirklich einfach. Ich will aber euch erklären, warum das so ist und warum wir es so machen. Und wir haben
Die Stromversorgung, weil für die neue Endstufe brauchen wir eine Stromversorgung, aber die Batterie ist direkt hier unten drinne. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Und durch das, dass wir diese Endstufe jetzt austauschen, haben wir erstens mehr Leistung und wir können hier in dem eingebauten DSP jedem Lautsprecher einzeln ganz konkret sagen, was er zu tun hat. Und das können wir so geil auskosten, dass wir auch auf die Leistungsgrenzen an den Lautsprecher drankommen, aber niemals im Leben drüber gehen und jedem Lautsprecher genau die Frequenz zuweisen, für die er optimal spielt. Und es macht so enorm viel aus, dass ihr allein, wenn wir die Endstufe austauschen und das Soundsystem so lassen, wie es ist, schon mal einen riesen Unterschied hört. Das gibt es nämlich auch einzeln zu kaufen, diesen ganzen Kit, damit ihr das praktisch als Low-Cost ist es jetzt nicht zugegebenermaßen, aber das ist die einfachste Version in dem Fahrzeug, einfach mal am Sound richtig was zu machen, weil dieses Setup wird passend für euer Fahrzeug schon mit aufgespielt und ihr braucht nichts mehr machen als den Strom dran bringen und die Kabel hier entsprechend mit dem Plug-and-Play-Kabelsatz so zusammenbauen und unterzubringen, wie ich es euch ja dann auch jetzt gleich zeige. So, und was gibt's sonst noch zu sagen? Wer sowas nicht drinne hat, aber trotzdem eigentlich das gleiche Fahrzeug, also ein G20 oder 21, der hat dann die alte Version. Und dafür haben wir auch ein eigenes Video, werden wir euch noch machen. Und es gibt ja auch die alten Boxmoor-Anlagen von Gladen Audio, die wir euch ja schon sehr oft vorgestellt haben. Die sind alle sehr ähnlich und genau auf diesem Prinzip werden wir auch wieder für die Fahrzeuge, die eben nicht die RAM-Version, sondern die Vorgängerversion haben, die kann man auch anwenden und wir werden euch die entsprechenden Sets so zusammenstellen. Also es bleibt eigentlich alles beim Alten, man muss nur verstehen, dass sich trotzdem Kleinigkeiten ändern. Jetzt seid ihr schlauer, ob ihr eine RAM oder eine Nicht-RAM Soundanlage im Fahrzeug habt. Jetzt gilt es nur noch zu klären, habe ich eine HiFi oder eine Standardanlage von BMW drinne? Und das zeige ich euch an der Türe. Wenn ihr ein Hi-Fi-System habt von BMW, dann habt ihr auf jeden Fall Mitteltöner und Hochtöner und da aus diesem Hochtonbereich kommt auch Sound raus, und zwar Hochtonsound. Und da geht ihr hin und hört wirklich, kommt da wirklich Sound raus oder kommt tatsächlich nur aus diesem Mitteltönerbereich Sound raus? Dann wäre es nämlich ein Standard-Soundsystem. Dann habt ihr nämlich keinen Hochtöner integriert. Und es kann sein, dass ihr Fahrzeugmodelle habt, wo hier nur Kunststoff zu sehen ist, kein Gitter mehr. Oder es gibt auch Modelle, die haben Gitter drinne, aber kein Hochtöner hinten drinne. Wenn ihr das Fahrzeug nachrüsten möchtet, wenn ihr Standard habt, dann müsst ihr noch zu BMW gehen und dieses Teil, dieses Kunststoffteil neu kaufen, damit wir den Hochtöner hier nachrüsten können. Und wie das alles rausgebaut wird, zeige ich euch ja gleich. Wenn ihr jetzt trotzdem daheim sitzt und sagt, bei mir ist es doch irgendwie anders, zumindest komme ich mit der Situation nicht klar, ich kann jetzt nicht entscheiden, ob RAM oder nicht RAM oder ob HiFi oder nicht HiFi, dann ruft uns doch einfach an. Wir klären das zusammen mit euch. Wir können auch intern abklären an eurer FIN-Nummer von eurem Fahrzeug. Was steckt da dahinter? Dann helfen wir euch und wir finden schon das Richtige. Was es mit der Endstufe auf sich hat, haben wir ja jetzt geklärt. Und ja, die Endstufe kostet ihr Geld, aber ist der Hammer. Das ist die neueste Technologie, die auch extrem wenig Strom braucht für das Verhältnis, was sie eben an Leistung ausspuckt. Deswegen auch hier dieses 6 Quadrat Kabelkit, das alles sehr einfach zu installieren ist und durchaus absolut State of the Art, perfekte Technologie von heute ist. Ihr könnt natürlich alle Sachen einzeln kaufen. Ob das jetzt das Endstufenset ist oder ob das das Komponentensystem für vorne ist, ein Koaxialsystem für hinten oder die Subwoofer. Wir haben euch aber ein sinnvolles bzw. zwei sinnvolle Sets zusammengestrickt, wo wir sagen, ab hier rentiert sich der Austausch. Also natürlich erstmal alleine die Endstufe auszutauschen, das Thema hatten wir schon. Die könnt ihr einzeln kaufen, aber das erste Set besteht aus kompletter Endstufenanbindung und Subwoofer unterm Sitz austauschen, weil damit habt ihr jetzt das ganze Soundsystem an sich mal auf ein neues Level gebracht mit der Endstufe, mit perfekten Einstellungen und natürlich im Bassbereich habt ihr jetzt Bässe drin, die seinesgleichen suchen und da unten richtig gut arbeiten. Dazu braucht ihr noch
Oder dazu liegt auch in dem V1-Set für den Subwoofer und der Endstufe auch das entsprechende Material dabei, um die Endstufe zu installieren und auch eine Dämmmatte, um die Subwoofer in der Konsole unter den Sitzen mitzudämmen. Und wir haben das entsprechende Werkzeug mit dabei, was ihr braucht, um eben das unterm Sitz mit einzubauen. V2, und das ist das sinnvollste Paket, meine ich. Reden wir natürlich wieder von der Endstufe, von den Subwoofern und wir reden vom Frontsystem, dass das praktisch alles erstmal ausgetauscht ist und auf ja, eine super Qualität jetzt upgraded wird. Und dazu haben wir dann auch entsprechend viel Dämmmaterial mit dabei, dass ihr auch einen Dämmschaum habt, um die Lautsprecher drumherum das Ganze nochmal besser zu dämmen. Und da ist auch so viel Dämmmaterial dabei, dass wenn ihr euch entscheidet, zusätzlich zum V2 noch ein Hecksystem dazu zu kaufen, reicht auch das Dämmmaterial. Aber wie ihr jetzt gerade schon erfahren habt, Hecksystem kann jeder für sich selber entscheiden. Finde ich persönlich auch nicht so arg wichtig, zumindest nicht als Fahrer oder Beifahrer, weil davon nehme ich relativ wenig wahr. Wer aber sagt, ach, für die, wo hinten drin sitzen, will ich auch einen perfekten Sound haben, der kann sich auch noch zusätzlich zum V2 noch das Hecklautsprechersystem gönnen. Egal ob als Koaxialvariante, also das BM100X, oder als Komponentenvariante mit dem BM100. Ist egal, aber das V2, das sinnvollste Paket, hat alles drin, von der Endstufe übers Frontsystem, zwei Subwoofer, entsprechend das ganze Werkzeug, was ihr braucht, und das Dämmmaterial. Also diese zwei Lösungen, V1 und V2 und auch mit der UP7 DSP, das sind alles die Lösungen für alle, die HiFi und Standard haben. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch, ich habe Harman Kardon und bin auch nicht so zufrieden, ich hätte gerne mehr. Das hat mit diesen Varianten nichts zu tun. Wir haben aber für die Harman Kardon Leute auch eine Lösung, das ist dann ein anderer Kabelkit für die Endstufe und da wird auch nur die Endstufe ausgetauscht, aber mit einer anderen Endstufe, was ähnliches, aber doch anders. Dazu werden wir noch mal ein eigenes Video machen, aber wenn ihr uns anruft, werden wir euch dazu die entsprechende Lösung auch mitteilen können und ja, und im Webshop werdet ihr es eh finden, aber jetzt heute nur Standard und HiFi. Jetzt werden sich auch noch einige fragen, wenn ich das jetzt alles hier einbaue, auf welchem Level vom Sound bin ich dann eigentlich? Habe ich dann den Harman Kardon Sound oder ist der dann immer noch nicht so gut oder vielleicht sogar besser? Und ich schwöre euch, der Sound ist besser als Harman Kardon. Original von BMW, weil wir haben einfach mehr Leistung zur Verfügung. Das Sound Setup ist noch perfekter gemacht und die Lautsprecher können noch mehr Leistung ab. Also das ist wirklich heftig, was da passiert. Ihr habt ein völlig neues Soundgefühl in eurem BMW drinne und ihr braucht auch nichts bereuen. Es ist besser wie Harman Kardon. Fangen wir an, die Endstufe zu installieren und das wäre ja der erste Step, den man überhaupt grundsätzlich machen kann, zum sagen, ich nehme mal die Endstufe und höre mir das Ganze auch mal an, wie das Ganze klingt. So, aber jetzt bauen wir die ein und dazu können wir das erste Verkleidungsteil rausnehmen und können auch gleich hier unten drin mal reingucken. Diese Verkleidung muss noch weggemacht werden und da haben wir hier zwei Clips, die wir lösen müssen. Jetzt können wir den hier rausziehen. Und jetzt können wir auch dieses Verkleidungsteil schon mal abnehmen. Jetzt können wir die Verkleidung hochnehmen, aufstellen und hier unten drinne sehen wir jetzt schon einmal unseren Masseanschluss für die Endstufe. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen Deckel, den wir abnehmen können. Den mal weg. Und hier haben wir den nächsten Anschluss für unsere Plusleitung. Die UP7 Endstufe aus dem Hause Audiotech Fischer hat hier diesen Steckterminal, den wir jetzt nutzen können oder den wir jetzt einfach nehmen und unsere Stromversorgung direkt anbringen können. Wir haben hier gekennzeichnet 12 Volt und Ground. Remote brauchen wir in dem Fall nicht. Also dann fangen wir an, die 12 Volt, also Plus, hier mal reinzubringen und da ist ja der Kabelkit bereits schon so vorgefertigt, dass ihr den nur noch reinstecken braucht und zudrehen, fest natürlich. Und jetzt machen wir das gleiche mit Masse, das machen wir auch gleich rein. Und dann haben wir
den Terminal dafür schon fertig. Auf der anderen Seite von unserem Anschlussterminal an der Endstufe findet man natürlich zwei Ringösen, die jetzt einmal auf Masse draufgeschraubt werden und auf den Pluspol. Und die Sicherung ist hier bereits drin. Da haben wir jetzt 30 Ampere abgesichert und können das ganz getrost so installieren. Unseren Massepol, den machen wir jetzt erstmal weg. Das ist der zentrale Massepunkt, der vom Pol der Batterie direkt auf die Karosserie geht. So, damit ist das Fahrzeug auch erstmal stromlos. Jetzt können wir den Pluspol aufmachen und unseren Kabelkit hier mit drauf machen, wo auch die Sicherung hier mit drauf ist, und können den hier mit andocken und schön fest zumachen. Das Kabel können wir jetzt hier unten durchziehen unter den anderen Kabeln bis rüber. Und hier ziehen wir natürlich auch unseren Masseanschluss mit rüber, den wir jetzt noch hier mit drauf festmachen. Und auch hier wieder alles schön zu- und festschrauben. Mit einem Kabelbinder können wir auch den Sicherungshalter hier an die Kabel besser mit dran machen. Dann wandert der nicht irgendwo in der Gegend rum und hat seinen Platz. Den Stromanschluss für unsere Endstufe haben wir jetzt somit schon erledigt. Bei unserem G20 ist unsere RAM-Endstufe ja sehr, sehr leicht zu finden und man kommt auch super dran. Es gibt vielleicht Fahrzeuge, wenn ihr einen anderen habt und möchtet trotzdem sowas einbauen, dass die Endstufe vielleicht nicht direkt so offensichtlich ist, aber sie ist immer sehr nah hier hinten dran. Und wir haben ja auch schon viele Videos gemacht, wo ihr seht, wie man diese Verkleidungsteile wegbaut. Die helfen euch garantiert weiter, aber bei uns ist es ganz einfach. Jetzt kommt nämlich unser Herzstück. Das ist ein ganz besonderer Kabelbaum, der die Endstufe mit der Endstufe verbindet und das Ganze nur mit Plug and Play, also anstecken, umstecken. Das machen wir jetzt zusammen. Hier hinten drin befindet sich der Stecker für die Endstufe und den können wir jetzt lösen. Den Riegel aufmachen und können den mal so hängen lassen. Und jetzt nehmen wir den Stecker von unserem Kabelbaum und verbinden den mit dem Stecker, der gerade eben noch in der Endstufe drin war, und verriegeln den. Und dann ist der erstmal neu verbunden. Und an unserem Kabelbaum ist auch der neue Stecker bereits dran, der jetzt wiederum dahin passt, wo der alte Stecker gerade drin war. Und somit haben wir jetzt alle Kabel abgegriffen. Den Stecker stecken wir jetzt hier wieder ein und verriegeln den auch wieder. Und jetzt haben wir das andere Ende vom Kabelbaum noch übrig. Und das könnt ihr jetzt dahin legen, wo ihr euch entscheidet, die Endstufe zu installieren. Was heißt installieren? Wir können die fast reinlegen. Und jetzt können wir, ich zeige es euch mal, wie ich das jetzt in dem Auto mache. Wir können das Kabel jetzt hier unten durchlegen und können das direkt hier unten in den Raum mit reinlegen. Da wäre jetzt auf jeden Fall Platz für die Endstufe. Und dazu haben wir ja dann auch den Noppenschaum, damit wir das vibrationsfrei reinlegen können, ohne dass da irgendwas passiert und trotzdem genügend Luft bleibt, um die Kühlung für die Endstufe zu gewährleisten. Ihr könntet euch natürlich auch entscheiden, die Endstufe hier unten rein zu machen und die da unten reinzulegen. Das ist noch einfacher und halt auch vielleicht mit Noppenschaum unten auszukleiden, damit die nicht wackelt und klappert. Aber wir machen sie hier unten rein. Und dazu können wir jetzt die Endstufe auch anstecken. Das sind nämlich jetzt nur noch ein paar Pins, die wir jetzt verbinden müssen. Und damit haben wir den ganzen Anschluss der Endstufe schon gemacht. Jetzt haben wir Strom, Soundabgriff und die Zuleitung zu unserem Lautsprecher, alles über diese Endstufe schon angeschlossen. Jetzt schneiden wir uns von unserem Noppenschaum so ein schönes Eck raus und positionieren unseren Noppenschaum hier unten drin an der Endstufe, an der Batterie, zwischen Batterie und Minuspol auf der Karosserie. Und machen so eine kleine Wanne hier rein. Und jetzt können wir auch die Endstufe hier vorsichtig unten reinmachen und in den Noppenschaum reinbetten. So. Also ihr seht, kein großer Act. Die Endstufe hebt auch richtig gut da unten drin schon, weil die sich so ein bisschen verkeilt. Und wenn ihr jetzt wollt, dass da oben nochmal ein Druck drauf ist, dass die nach unten gedrückt wird, dazu können wir ja nochmal ein kleines Stück
Noppenschaum nehmen, den rollen wir zusammen und können den mit zwei Kabelbinder so fixieren, dass das so eine Rolle bleibt. Dafür legen wir euch das ganze Zeug ja mit rein. Dann könnt ihr das in eurem Auto entsprechend anpassen und habt alles, was ihr braucht. Und die Rolle könnt ihr jetzt von oben hier reinlegen. Und dann hat die Endstufe immer noch ihre Kühlung auf der Seite und ist aber trotzdem von allen Seiten fixiert. Dieses Kabelstück wird man jetzt noch sehen, wenn man den Deckel hier wegmacht. Das heißt, da sieht man halt Kabel laufen. Wen es nicht stört, der kann das so lassen, das spielt gar keine Rolle. Wen stört, dass man da Kabel sieht, der kann auch mit dem beiliegenden Isolierband, das ist so ein Textilisolierband, das Ganze schön umwickeln. Dann wird es nämlich ganz unauffällig ein schwarzer Strang, wo man keine Kabel mehr sieht. Einen kurzen Hinweis am Rande. Im Lieferumfang liegt auch dieses USB-Verbindungskabel mit dabei, das ihr an der Endstufe hier anstecken könnt und mit eurem Laptop verbinden. Das braucht ihr in der Regel alles gar nicht machen, aber wenn ihr mal sagt, okay, ich möchte mal selber auf die Endstufe zugreifen und möchte mal Sachen ausprobieren, dann wäre es geschickt, wenn die Endstufe an irgendeiner Stelle installiert ist, wo ihr nicht so leicht rankommt, dass ihr dieses USB-Kabel vielleicht gleich beim Installieren mit reinlegt und hier so reinlegt, dass ihr das später mit dem Laptop verbinden könnt. Wir können jetzt den Deckel wieder hier drauflegen und das Kabel hier an der Seite entsprechend unterbringen. Clips wieder rein. Deckel wieder drauf. Fertig. So würde das jetzt ausschauen mit nachgerüsteter Endstufe. Das war jetzt eine Arbeit von circa einer halben Stunde und ihr habt jetzt schon euer Fahrzeug auf einen neuen Level gebracht. Und jetzt kümmern wir uns um die Subwoofer unterm Sitz. Unsere 20 cm Tieftöner Subwoofer, die wollen wir jetzt unterm Sitz haben, also müssen wir den ausbauen. Dazu nehmt ihr den Aufsatz T50, den wir auch im Lieferumfang mit dabei haben, und löst alle vier Schrauben, wo der Sitz festgemacht ist. Dazu löst ihr erst die vorderen zwei und nehmt den Sitz und tut ihn jetzt von hinten nach ganz vorne. Und das gleiche machen wir jetzt hinten. Der Sitz ist jetzt lose. Und jetzt können wir den auch so nach hinten kippen, dass er hier am Lenkrad vorbeigeht und können den auch so stehen lassen. Und mit einem 20er Torx machen wir die vier Schrauben auf, um den Deckel zu entfernen. So, und hier ist unser Lautsprecher. Und jetzt machen wir hier unten drunter, machen wir vier Schrauben auf, ringsrum, Lautsprecher abstecken und raus damit. Bevor wir unseren neuen Lautsprecher hier installieren, genauso wie es der alte gerade auch war, nutzen wir die Gelegenheit und diesen kleinen Raum, den dämmer jetzt noch ein bisschen, weil tatsächlich es bewegt sich ein bisschen mit. Das heißt, alles was schwingt, wollen wir eigentlich eindämmen. Deswegen versuchen wir hier mit Alubetyl das Ganze noch ein bisschen besser zu fixieren. Dazu liegt im Lieferumfang eine Alubetylmatte mit dabei. Die könnt ihr ganz getrost hier schön mit anbringen und ich zeige euch mal, wie ich das jetzt machen würde. Damit das hier weniger schwingt, müssen wir eine Verbindung zwischen dem Rahmen und dem Bodenblech hinbringen und alles schön an den Rand drücken, damit das richtig fest wird. Wer sich jetzt gerade denkt, das kleine Volumen langt für den Lautsprecher aus, das schaut zwar im ersten Moment so aus, aber hier dran ist ein Lüftungsdurchlass für ein Volumen, wo hier dran im Seitenschweller mit drin ist. Das heißt, hier ist die Luftverbindung, deswegen schaut es nur so aus, wenn es so klein wäre. Das Volumen an sich ist hier größer, das heißt, hier auf der Seite dürfen wir auch nichts zukleben, weil da muss der Subwoofer durchatmen können im Gehäuse. So, damit ist das Gröbste hier passiert und da wackelt nichts mehr umeinander. Bevor mit Alubetyl alles hier so zusammen gemacht wird, könnte man auch mit den zwei Schrauben, die hier dran sind, mit den zwei 10er Muttern, den ganzen Korpus auch rausnehmen. Aber man muss auch beim Reinmachen wieder aufpassen, dass diese Führung hier drin in diesen Luftkanal sauber passt und erst dann kann man auch das Ganze wieder hier reinmachen. Wir brauchen das allerdings auch rein theoretisch gar nicht rausmachen, weil wir nur den Tieftöner wechseln und den können wir ja jetzt wieder hier reinmachen. So,
So, mit 4 Schrauben wieder festmachen und anstecken. Gut. Und das gleiche machen wir auf der Beifahrerseite ganz genauso. Den Sitz bauen wir jetzt wieder drauf und schrauben die 4 Schrauben wieder fest. Beim Befestigen des Sitzes fangt ihr bitte wieder genau umgekehrt an, wie wir vorher abgebaut haben. Erst die hinteren 2 Schrauben fixieren, dann den Sitz wieder ganz nach hinten und dann die vorderen 2. Und für die Verkleidungsteile hier habe ich euch noch einen Tipp. Die Kunststoffteile, die hier so dran sind, die sind bei dem Fahrzeug tatsächlich so gemacht, dass man sie erst drauf machen muss und dann die Schraube reinmachen muss. Weil bei den Vorgängermodellen war das tatsächlich so alles zum Klippen im Nachhinein. Jetzt müssen die erst drauf und jetzt müssen wir die Schrauben ausrichten und wieder reinmachen. Erster Check für die V1-Variante. Endstufe drinne, Subwoofer drinne. Und jetzt schauen wir mal, was das bassmäßig jetzt schon so herschmeißt. Also Leute, wir haben jetzt, also jetzt kann ich richtig aufdrehen. Jetzt wird's, es ist schon viel lauter auch wie vorher, weil vorher war Rechtsanschlag und es war so, ja, es war irgendwie laut, aber halt, man hat sich nur unterhalten können. Ich glaube, jetzt kann man sich nicht mehr unterhalten, wenn man voll rechts aufdreht. Der Bass, der macht jetzt richtig Boom. Und der pulsiert hier vorne drinne in der Fahrgastzelle und man kann ihn fast greifen jetzt. Jetzt macht er richtig Bewegung. Also vorher war das ja so ein Bass, der war so ein bisschen waschi, waschi irgendwas. Und das alleine ist ja jetzt schon eine massive Steigerung, selbst wenn wir das Frontsystem jetzt noch nicht einbauen. V2 kommt ja jetzt und dann hören wir uns das Ganze nochmal an, aber am Bass. Also wer nur Bass braucht, der ist jetzt schon echt fantastisch gewickelt. Und wer jetzt nur richtig Sound haben mag, also noch ein besseres Mittelhochtonsystem, der macht jetzt die V2 mit uns. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die neuen Lautsprecher für vorne in den Türen. Und dazu bauen wir die Türverkleidung weg. Und hierzu fahren wir mit einem ganz kleinen Schraubenzieher in diese Platte hier rein und klippen die nach vorne raus. Und dahinter haben wir schon mal eine 20er Torx. Und die nächste 20er Torx ist hier unten drin. Man kommt da hin, ohne irgendwas zu machen, und kann die hier hinten rausschrauben. Und der Rest ist nur geklippt. Und dazu können wir anfangen, irgendwo in einem Eck. Hier kommt der erste Clip schon raus. Und hier gehen wir ringsrum und können das Ganze wegklippen. Oben war bestimmt noch einer. Genau. So, und jetzt können wir das Ganze nach oben rauslupfen und haben das so in der Hand. Auf der Innenseite müssen wir den Verriegelungsclip aushängen, hier vorne den Verriegler lösen und hier den Hebel jetzt nach unten raus und dann lupft sich der Stecker raus. Und jetzt haben wir schon die ganze Türverkleidung in der Hand. Den Mitteltöner machen wir jetzt mit 3 Torx raus. Den können wir abstecken. Das ist einmal die Zuleitung und einmal die Weiterleitung zu unserem Hochtöner. Jetzt haben wir hier den originalen BMW-Lautsprecher. Und ihr seht natürlich hier im Vergleich, haben wir hier schon einen kleinen Unterschied zwischen dem Antrieb Original und Nachrüstung von uns. Und jetzt müssen wir aber diesen Lautsprecher, weil der in unserem BMW-Package so ausgelegt ist, dass der für viele verschiedene Varianten für verschiedene BMWs passt, den richtigen Kit jetzt zusammenbauen. Ist alles halb so wild. Wir schauen jetzt, dass wir den Lautsprecher in den gleichen Aufbau reinmachen, der so ausschaut wie das hier. Ja? Und das ist jetzt einmal hier reinzuschrauben. Und bevor wir den reinschrauben, nehmen wir uns jetzt einen Kunststoff, einen Schaumgummidichtring, der hier mit dabei liegt, und legen den auch auf die Rückseite des Lautsprechers, damit der schön abdichtet. Und wenn wir den dicht
Schaumgummi hier drauf gemacht haben, können wir jetzt den Lautsprecher so einsetzen. Da müsst ihr mal gucken im Fahrzeug, wie rum das Ganze im Fahrzeug angebracht ist. Weil bei manchen Gittern sieht man das durch den Lautsprecher so ganz leicht. Dann wäre es ja schön, wenn man den Schriftzug waagrecht sieht und nicht irgendwie auf dem Kopf. Insofern den so anbringen, dass es passt. Und jetzt von hinten mit den entsprechend beiliegenden Schrauben viermal verschrauben. Jetzt haben wir den Lautsprecher schön in diesen eigentlichen Aufnahmekorb integriert. Und jetzt schauen wir uns die ganzen Sachen nochmal an. Das ist bei jedem BMW vielleicht wieder ein bisschen unterschiedlich. Deswegen liegen hier unterschiedlich hohe Dichtschaumgummis mit dabei. Es gibt nämlich auch Fahrzeuge, die haben andere Dichtgummis. Aber in unserem G30 brauchen wir den, der so dick ist wie das hier. Weil das ist nämlich die gleiche Stärke, um auf die Endhöhe von dem Schaumgummi zu kommen. Und deswegen machen wir den dicken bei unserem G30. So, und den können wir jetzt schön da drauf kleben. So, und jetzt schaut der Lautsprecher auch so aus, wie er ausschauen muss. Und den können wir jetzt im Fahrzeug einbauen. Alle Teile, die jetzt hier noch liegen, die passen für andere BMWs. Aber das ist ja so multiflexibel, unser Lautsprechersystem. Deswegen ist jetzt auch einiges übrig, das wir bei unserem G20, 21 gar nicht brauchen. Jetzt haben wir noch den hinteren Dichtring, der jetzt hier aufgeklippt wird. Und den können wir hier auch festmachen. Was wir jetzt aber machen müssen, ist unsere zwei Anschlüsse nach außen zu bringen, weil die Anschlüsse sind hier draußen. Und dazu müssen wir jetzt den Anschluss hier nehmen, da läuft nämlich nachher das Kabel durch. Und wir müssen jetzt diesen Boppel, der das normalerweise bei anderen Anwendungen, der vielleicht gar nicht notwendig ist, den müssen wir jetzt rauszwicken. Und jetzt können wir das Kabel auch hier problemlos durchlegen und auf einen dieser Pins mit anstecken. Mehr ist nämlich nicht notwendig und jetzt können wir den ganzen Lautsprecher so montieren. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Stecker entsprechend zusammenstecken. Wir können jetzt einmal, zweimal, fertig. Können wir jetzt unten mit ein bisschen Bitumenband hier reinkleben, aber wir dämmen jetzt an der Stelle noch ein bisschen das Material, weil hier bewegt sich noch ein bisschen was mit. Seht ihr das? Das kann man ein bisschen minimieren für unseren Schalldruck, damit es einfach noch besser klingt. Das machen wir gleich mit. Erstmal ringsrum ein bisschen was draufpacken. Achtet bitte drauf, dass wir solche Teile wie hier dieser Sensor nicht überkleben, sondern nur drumherum das Ganze hier beschweren, da wo sowieso Kunststofffelder sind. Und da können wir auch problemlos drüber gehen, um das Gewicht zu erhöhen, damit der Schwingungsfaktor geringer wird. Und mit dem beiliegenden Bitumenband können wir auch die Kabel und die Stecker, die jetzt noch vielleicht rumhängen, hier fixieren. Und dann klappert da nichts. Auf die Türverkleidung von hinten können wir uns in dem Fall tatsächlich sparen, Alubetyl hier anzubringen, weil es ist einfach nur ein Mitteltöner. Der macht nicht allzu viel Schwingungen, wie so ein großer 16er. Gibt ja viele Fahrzeuge, wo sowas drin ist. Der arbeitet natürlich nochmal ganz anders. Deswegen können wir uns jetzt hier Alubetyl echt sparen. Das Einzige, was wir noch machen, damit der Mitteltonbereich möglichst abgeschirmt wird und hier nicht Reflexionen unter der Türverkleidung sind, machen wir aus unserer Dämmschaummatte ein Viertel raus. Das heißt, pro Türe ein Viertel. Und das nehmen wir, weil insofern langt uns das auch, wenn wir für die hinteren Türen uns auch entscheiden, Lautsprecher zu installieren. Und das können wir jetzt mal hier ganz grob drüberlegen, um die Lautsprecheröffnung, und schneiden uns die Sachen raus, die da frei bleiben sollen. Und das ist einmal hier diese die Zuleitung für die Ambientebeleuchtung. Die umgehen wir.
Und jetzt können wir schauen, dass das Material überall ist. Und hier, dieser Bereich, den müssen wir natürlich jetzt danach gleich ausschneiden. Aber wir können jetzt hier überall diese Dämmschaummatte anbringen, weil alles, was jetzt hier hinten drin ist, wird weggedämpft. Ja? Also alles, was ruhig ist, wo der Schall gar nicht hin soll, da müssen wir schauen, dass das alles wegkommt. Und jetzt können wir hier außenrum den Schaum anritzen. Türverkleidung fertig. Kommen wir zum Austausch vom Hochtöner und dazu muss das ganze Teil hier weggemacht werden. Ist aber wirklich easy. Ihr könnt es hier so nehmen und schön aus dieser Verankerung rausnehmen und die ganze Verkleidung wegnehmen und den Hochtöner schon mal abstecken und damit kommen wir jetzt wunderbar von hinten an den Hochtöner dran, der an der Stelle tatsächlich nur eingeklippt ist und wir den rausklippen können. Und da seht ihr schon, das ist so ein ganz, ganz, ganz kleiner Hochtöner gegenüber unserem neuen 25 mm Gewebehochtöner. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Unser Lautsprecher wird wesentlich geschmeidiger klingen. Und den können wir genauso reinklippen, wie wir den anderen gerade rausgemacht haben. Und können schon wieder alles zusammenbauen. Die Frequenzweiche, die hier mit integriert ist, die können wir jetzt genauso da hinten mit reinmachen. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, wie man das Kabel so führt. Genau, einmal so. Die Frequenzweiche hier hinten mit rein. Und das Kabel können wir hier auch dann raushängen lassen. Jetzt kommt der Schaumgummi wieder hier so rein. Und jetzt können wir die ganze Verkleidung wieder hier vorne zuerst einhängen, dass die hier Führung bekommt. Schön nach vorne rein, dass das alles genau passt hier. Und dann können wir uns nach oben wieder zurückarbeiten. Und hier diesen Zipfel hier, den müssen wir jetzt tatsächlich unten hier reindrücken. Und jetzt die ganze Verkleidung wieder hier schön, diesen Gummi, der dann da drin ist, das ist verkehrt. Also müssen wir schauen, dass unsere Verkleidung über dem Gummi hier schön drauf liegt. Und so das Ganze wieder einführen bis ganz runter. Hier unten ist noch ein Pin, der muss hier in diese Kunststoffmuffe mit rein. Und wenn der passt, dann wisst ihr auch, okay, ich habe das Ding richtig zusammengebaut, weil jetzt haben wir alles wieder beieinander. Hochtöner noch anstecken und fertig. Zusammenbauen, wieder genau umgekehrt. Einstecken, verriegeln, den Türentriegler hier wieder mit einführen. So, dann passt der schön. Jetzt brauchen wir auf der Seite, muss der Türpin noch eingesetzt werden. Hier hinten drin ist auch noch eine kleine Fuge, wo der Teil vom Hochtöner mit schön hier in der Türverkleidung drin sein muss. Und jetzt können wir auch schauen, dass alle Pins an der richtigen Stelle sind. Und dann können wir die auch alle schön wieder reinklicken. So. Das war's schon. Überall drin. Die zwei Schrauben wieder reinmachen, das gleiche auf der Beifahrerseite und dann haben wir das Frontsystem auch ausgetauscht. Bevor es jetzt aber weitergeht mit dem Soundcheck, machen wir die hinteren Türverkleidungen noch weg und bauen da auch die hinteren Lautsprecher ein. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass man hinten entweder den Koaxial, also den 100X installieren kann, so wie es jetzt auch beim Touring der Fall ist, weil es gibt nur die Vorbereitung für den Lautsprecher, kein weiterer Hochtöner, weder hier drinnen noch in dem hinteren Bereich. Eine Limousine hat den Lautsprecher hinten auf der Hutablage drauf. Da braucht man also gar keine Türverkleidung wegbauen. Ihr braucht bloß das Gitter wegmachen und die Lautsprecher tauschen. Und da gibt es unter anderem Versionen, wo ein Hochtöner sogar noch mit integriert ist, also ein Separator. Da könnt ihr also euch jetzt entscheiden, ob ihr hinten in der Hutablage den gleichen reinmachen möchtet, wie hier wir jetzt einbauen, weil das ein Koaxiallautsprecher auch mit separaten, also mit einem Hochtöner, mit einem richtigen und der dann auch einen brillanten Hochton macht, aber integriert in dem Lautsprecher. Und hinten hätten wir die Möglichkeit, einen separaten Hochtöner reinzumachen. Also es ist up to you, hinten auf der Hutablage die Lautsprecher zu tauschen. Ist noch einfacher, wie das hier vorne zu machen. Machen wir hinten jetzt genau das gleiche wie vorne. Hier mit einem schmalen Schraubenzieher rein, den Deckel lösen und genauso zwei Schrauben wegmachen und die Türverkleidung entfernen. Wieder mit dem Remover-Tool die Pins entriegeln. Und ebenfalls nach oben rausheben und von hinten
den Entriegler wegmachen, genauso wie vorne. Und hier haben wir einen anderen Stecker dran, ist aber auch halb so wild. Den können wir auch einfach hier entriegeln und rausziehen. Ihr seht schon, hier ist es nur noch eine Mittelturmmembran, also der auch als genannter Breitbandlautsprecher funktionieren soll. Also Hochton mitmacht, so gut er kann. Das ist natürlich ein Lautsprecher, der einen integrierten Hochtöner hat. Besser klingt und brillanter, das brauche ich euch jetzt nicht so großartig erklären. Deswegen tauschen wir den ja jetzt aus. Auch den hinteren Koaxiallautsprecher, wo der Hochtöner hier mit integriert ist, den müssen wir genauso zusammenbauen, wie wir das mit dem vorderen Lautsprecher auch gerade gemacht haben, damit wir hier noch den Schaumgummi auffüttern und die zwei Teile natürlich zusammenschrauben. Und das brauche ich euch jetzt nicht nochmal erzählen, wir bauen den gleich wieder so ein, wie wir ihn jetzt gleich zusammenbaut haben. Mit diesem Verlängerungsstück können wir den Anschluss von hier hinten nach vorne verlegen, durch diesen Anschluss durch, wo wir auch im Gummi natürlich diese kleine Lasche ausgeklippt haben. Und jetzt können wir alles hier hin montieren und wieder entsprechend fertig machen. Und dämmen tut es bitte genauso wie vorne. Nehmt hier wieder euer Alubutyl, macht es an die großen Flächen hier hin und den Schaumgummi, den Dämmschaum genauso, wie wir das vorne gemacht haben, machen wir das hinten genauso rein. Und dann könnt ihr die Türverkleidung wieder dran machen und dann haben wir die hinteren Lautsprecher auch drin. Ah, jetzt Soundcheck mit einem vernünftigen Mittelhochtonsystem. Und ich habe die Endstufe ja schon mal eingestellt gehabt. Jetzt hören wir noch mal rein, was das bei Stimmen so macht. Dass das System jetzt einen Bass macht, das haben wir ja gerade eben schon gemerkt. Seidig und auch die Höhen, die sind jetzt richtig schön brillant. Übrigens auch für die hinteren ist das jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die sitzen da hinten drin. Also ich bin vorhin auch mal hinten drin gesessen und das ist eine ganz andere Umgebung, wie es vorher war. Also jetzt haben wir nicht nur Bass, jetzt haben wir in allem einfach ein Wahnsinnslevel erreicht. Und ich weiß, wie eine Harman Kardon klingt und ich weiß, dass das hier besser klingt. Auf jeden Fall, wir machen hier mehr Bass, mehr Lautstärke, mehr Klangqualität, mehr Klarheit. Hier ist alles drin und das alles in den originalen Schächten und versteckt. Ohne Probleme beim Einbau. So, so soll es doch sein. So wünsche ich mir das für euch. Wenn euch sowas weiter interessiert und ihr nicht dieses Auto fahrt, sondern ein anderes, dann bleibt auf unserem Kanal, abonniert uns, weil wir werden euch bestimmt irgendwann mal was vorstellen, was euch ganz, ganz, ganz persönlich trifft und sagt, ja, wow, das war es wert zu sehen. Ansonsten darf ich nur noch Danke sagen fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr eine geile Anlage in eure Karre baut. Bis bald, euer Olli.